So, lieber MM und alle die, die sich solchen Fragen widmen. Kurz vorweg eine Frage. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Auto und ja, der Motor, der läuft nicht optimal, also der bringt nicht die volle Leistung, aber er fährt noch und Sie fahren, ja, meinetwegen Richtung Werkstatt oder fahren sonst wie durch die Gegend und plötzlich, bumm, platzt ein Reifen. Sie haben Ersatzreifen hinten drin. Stellen Sie dann erst den Motor so ein, dass er optimal läuft, oder wechseln Sie erst das Rad? Das ist die große Frage. Und genauso geht es darum. Ich zitiere mal diese Fragen. Diese Fragen sollten auch erlaubt sein, schreibt MM. Wieso finde ich auf der Internetseite der verfassungsgebenden Versammlung so rein gar nicht zum Thema illegale Weimarer Republik? Wieso bezieht sich das Grundgesetz der BRD offensichtlich auf die Weimarer Verfassung von 1919? Aus welchem Grund sollte diese uns eine neue Verfassung geben, wenn wir doch eine gültige Verfassung aus dem Jahr 1871 haben? Liegt Ihnen nichts an der Souveränität Deutschlands? Friedensvertrag geht nur mit dem Deutschen Reich, oder? Ja, alles in Ordnung, kann ja alles sein, ist ja auch alles in Ordnung. Aber wirklich, im Moment haben wir ein Auto, was einen Platten hat. Und gehen Sie bitte mal gedanklich so ran, einfach ein Auto, was einen Platten hat, sonst vielleicht nicht optimal fährt. Das bringt man erstmal wieder so weit, dass es überhaupt fahren kann. Denn mit dem platten Reifen kommt man wirklich nur noch ein paar Meter. Und darum geht es. Diese Corona-Politik, die ist Ausdruck der gesamten Regierungspolitik, uns eine Diktatur aufzuzwängen. Wenn wir das Thema gelöst haben, dann können wir uns um alles andere kümmern. Und jetzt noch ein anderer Aspekt dazu. Es gibt auch, sagen wir mal, Geschichtsdefizite in der Bevölkerung. Solche Fragen, die Sie stellen. Was glauben Sie, wer von der breiten Bevölkerung überhaupt was davon weiß? Wer solche Daten wie 1871 oder 1919 oder Weimarer Republik, Weimarer Verfassung, wer sowas überhaupt versteht oder ja überhaupt davon gehört hat? Wie läuft denn der Geschichtsunterricht in den heutigen Tagen ab? Das ist doch ein Jammer. Da wird einem sonst was beigebracht, aber keine reinen Geschichtsdaten, auf denen man aufbauen kann. Darum geht es doch. Man braucht doch als Mensch einen geschichtlichen Leitfaden. Und an diesem Leitfaden, und das sind nun mal die Geschichtszahlen, so komisch wie sich das anhört, damit man das überhaupt zeitlich einordnen kann, daran kann man dann aufbauen und Zusammenhänge knüpfen. Und nebenbei, Geschichte wiederholt sich. Ich finde das Fach Geschichte, ich habe es 8 Jahre unterrichtet, ich finde das Fach Geschichte genial. Denn wer die Geschichte verstanden hat, kann in die Zukunft schauen. Und jetzt das dazu. Wir distanzieren uns nicht von diesen geschichtlichen Themen, aber die gehen im Moment zu weit. Wir müssen erst den Platten wieder reparieren und dann können wir uns um das Rundlaufen des Motors kümmern, damit das Auto dann optimal fährt. Ich hoffe, das genügt dazu. Wenn es jetzt Kommentare gibt, hier werde ich einen Link einblenden. Da kann man auf diesem Video, was eigentlich gar kein richtiges Video ist, da kann man kommentieren, bis einem die Tasten glühen oder sonst was. Und wie kommt man in die Videobeschreibung mit einem Handy, damit man auch mal sieht, was wir tun? Das steht nämlich unten in der Videobeschreibung, aber die meisten Leute wissen nicht so richtig, wie das beim Handy geht. Ist auch ein bisschen dumm versteckt, das wird hier noch angezeigt. Liebe Leute, einen schönen Tag, ich wünsche euch was Schönes, bis denn, tschüss, tschüss.